Helga, ich denke, es ist kein Geheimnis, dass unsere jetzige Kanzlerin Merkel sich nicht gerade Freunde in Europa macht, weil sie ja als ausführende Hand einer imperialen Struktur handelt. Eine der Sachen, die du gerade nanntest, als Errungenschaften und Beiträge von Deutschland in der Vergangenheit, und die auch ein bisschen schwieriger ist, sich einen Zugang zu finden, du hast ja auch Vorträge darüber gegeben, über Bismarck, weil das, ich fände es wichtig, wenn du etwas über diese Tradition sagst. Denn Frau Merkels Politik ist ja keine deutsche Politik und ist auch nicht im deutschen Interesse. Könntest du also was über Bismarcks Politik sagen, im Zusammenhang mit der europäischen Kooperation und auch im Zusammenhang mit der Entwicklung von Nationen, als Kontrast zu dem, was wir heute sehen? Und aber auch die Idee der wirtschaftlichen Plattform, die wir entwickeln müssen. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich gehofft habe, dass Deutschland nicht von Bismarck, sondern wieder vereinigt oder vereinigt worden wäre, sondern von Freiherr vom Stein und Wilhelm von Humboldt, die viel höhere, weitsichtigere Staatsmänner gewesen sind. Freiherr vom Stein und Wilhelm von Humboldt haben nach dem Sieg der deutschen Befreiungskriege gegen Napoleon in einer Kampagne quasi die russischen Militärführung gegen Napoleon beraten und haben dann ein Memorandum verfasst, in dem sie sich für Deutschland als ein Verfassungsstaat ausgesprochen haben und sind dann zum Wiener Kongress gefahren und haben gesagt, Deutschland hat also das Recht auf eine konstitutionelle Monarchie. Das wurde dann ausmanövriert durch Metternich und andere Oligarchen beim Wiener Kongress. Aber das wäre der wahre Geist Friedrich Schillers gewesen, in der besten Art und Weise, den Bismarck auch hatte, aber er war trotzdem mehr doch noch so ein Junker zur selben Zeit gleichzeitig. Bismarck hat eine enorme Transformation in Gang gebracht. Als er Kanzler wurde, glaubte er immer noch an die Freihandelswirtschaft, an die Interessen der Junkerklasse seiner Zeit. Aber dann, wie ich ja vorher schon gesagt habe, kam er an die Schriften von Wilhelm von Kardorff, der so ähnlich war wie der Chef des Bundesverbandes der deutschen Industrie zu seiner Zeit. Und diese Schrift hieß Gegen den Strom, worin Kardorff die Ideen von Henry Carey entwickelt hat und er erkannte eben, Kardorff erkannte, dass der Reichtum oder den Wohlstand, den man durch den Freihandel bekommen sollte, auf vollkommenem Schwindel fußte und dass gerade das britische Empire oftmals selbst Protektionismus anwandte. Und alle Nationen, die Protektionismus anwandten, blühten auf, wie zum Beispiel Frankreich. Und die einzige Quelle für Wohlstand ist die Kreativität der eigenen Bevölkerung. Dafür braucht man einen geschützten Binnenmarkt, man braucht Wirtschaft, Erziehung, Technologie. Und Bismarck hielt dann einige sehr interessanten Parlamentsreden, wo er sich ganz klar darauf bezog. In allen Geschichtsbüchern und Biografien über Bismarck findet man nicht ein einziges Wort darüber. Es ist phänomenal. Man findet keine Hinweise auf von Kardorff, obwohl er quasi das heutige Äquivalent des BDI-Vorsitzenden wäre oder der DIHK, also Deutschen Industrie- und Handelskammer. Wenn einige von Kardorff und Bismarck lesen würden, würden sie sehen, dass Bismarck eben die Wirtschaftstheorie von Lincoln und Carey angewandt hat, um Deutschland von einem Feudalstaat
in sehr kurzer Zeit zu einer Industrienation zu führen. Bismarck war auch wichtig für Deutschland, da er ein sehr intelligenter Diplomat war. Er hatte ein sehr elaboriertes Netzwerk von diplomatischen Verträgen abgeschlossen, vor allen Dingen den Rückversicherungsvertrag mit Russland, der bedeutete, dass nach dem Krieg mit Frankreich er sicher gehen wollte, dass im Fall eines neuen Krieges zwischen Deutschland und Frankreich Russland neutral sich verhalten würde. Das war der Hauptgrund, warum Edward der Siebte, der ehemalige britische Prinz von Wales, und das britische Empire alles in Gang setzten, um den deutschen Kaiser dazu zu bringen, den Bismarck rauszuwerfen. Denn solange Bismarck in dieser Machtposition verharrte, würde er Deutschland sicher und stark erhalten. Wenn man also diese Zeitperiode studiert, dann würde man wünscht sich wirklich, dass sich auch heute die Politiker, die preußischen Reformer, Freiherr von Stein und Humboldt anschauen würden. Die Humboldt-Bildungsreformen verursachten einen völligen Wandel im Bildungssystem. Das Ziel der Erziehung war dann eben die Schönheit des Charakters. Heute bei Bachelor- und Masterabschluss ist das völlig utilitaristisch, also nützlichkeitsbezogen. Humboldt ist die Methode, wie man lernt zur Verbesserung und Veredelung des Charakters. Das ist ja auch heutzutage wirklich dringender gebraucht als alles andere. Merkel wird sowieso nicht mehr lange Kanzlerin bleiben. Wenn man sich wieder Ideale und Vorbilder vornehmen würde, dann wären politische Führungspersonen heute wirklich in viel besserem Zustand, was die Kultur und die Tradition Deutschlands angeht.